bedankt. So, nochmal jemals zu den Getränken. Zwischen den beiden Reihen gibt es einen Getränkestand, da könnt ihr Getränke kaufen, um die Wartezeit zu verkürzen. Frische Getränke. Magnida ist bei mir, ist extra aus Polen heute gekommen, für das Team der Bockenheimer. Jawohl! Ja, Carolina, wie gibt's die hier? Und was ist das schönste
Echte WM-Stimmung. Hat er super gemacht, genau.
nicht weglaufen, wenn man einmal einen Ball gemacht hat. Was? Oh.
Sind Sie alle bereit? Ja! Wir sind es auch! Und deswegen kommen jetzt die beiden Bürgermeister bitte zu uns auf die Bühne. Stefan und Kurt Jansson. Hier ist der Aufstieg. Applaus nochmal für Kurt Jansson, den Bürgermeister aus Stettenberg. Und Applaus für Stefan Bund, den Bürgermeister. Applaus für meine lieben Kollegen Justin! Justin ist heute der Vollstricker! Oh mein Gott! So, wir machen kurz Werbung, sind gleich wieder da. So, ihr Lieben, ich habe hier das Ergebnis und ihr seid total aufgeregt, oder? Ja, so muss das auch sein. Cool. Cool, oh. So, wir wollen mal gucken. Wir haben gezählt. Und ich muss natürlich die beiden Bürgermeister jetzt hier noch kurz befragen. Also erstmal ein Riesenkompliment an euch beide. War ja wirklich ein haarscharfes Ergebnis. Kann man ja wirklich nicht anders sagen. Und ich finde es toll, dass heute so viele Leute aus beiden Gemeinden hier hingekommen sind. Aber ein Riesenapplaus an euch alle, für euch alle! Gut, der lachende Zweite. Ja. Gut, im Endeffekt bin ich dann froh, weil es jetzt 1-1 unentschieden. Dann entscheidet sich morgen, wer Gewinner ist, dass auf jeden Fall kein Duell zwischen Stefan und mir kommen wird. Das kann man sagen, jawohl, so wird es auf jeden Fall sein. Ja. Und morgen haben wir Heimrecht. Stimmt auch. Ich bin gespannt, was Sie alles aufbauen wollen. Stefan. Ja, ich muss erst mal sagen, Respekt an die Bockenheimer, dass sie so viel mobilisiert haben, muss ich anerkennen. Aber auch vielen Dank an alle, die von uns gekommen sind, hierher und uns die Pflicht behalten haben. Also morgen dann ab 13 Uhr in Bockenheim. Wie gesagt, wir sind gespannt natürlich auf die Tagesaufgabe und morgen dann um 8.10 Uhr gibt es die Tagesaufgabe. Um 8 Uhr wird dann erstmal ermittelt, welche Art der Aufgabe es ist. Und 8.10 Uhr gibt es dann die Tagesaufgabe. Wir machen natürlich weiter mit der Party, versprochen. Und es gibt auch die Fußballübertragung, auch das ist versprochen, machen wir auf jeden Fall. Wo trefft ihr euch morgen früh? Schon mal der Hinweis? In Bockenheim wieder. Schon? Wo? 8.10 Uhr am Platz. 8.10 Uhr am Platz. Und bei euch? Wir werden hier wieder sein, 8.30 Uhr hier am Feuerwehrgerätehaus.
kommt alle, macht mit, dass wir morgen vielleicht auch noch die 2 Punkte mitnehmen. Also morgen gibt es auf jeden Fall 2 Punkte für euch. So, jetzt könnt ihr natürlich runter zu euren Bürgern gehen. Und wie gesagt, wir machen gleich weiter dann auch mit unserer Party. Wer weg muss oder sowas, dann gleich auf jeden Fall wiederkommen. Alle anderen bleiben hier und wir feiern gemeinsam die RP1 Bürgermeisterschaft in Bockenheim und Obrichheim. Auch ich möchte mich bei meinen Fans bedanken. Es war ganz toll, dass so viele nach Obrichheim gekommen sind. Ganz super. Nochmal herzlichen Dank an meine Fangruppe. Sah lustig aus in die Karawane.